Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Unknown. Wir starten jetzt den Einsatz. Und ja, wir probieren jetzt dann gleich mal die Herzenrüstungen aus. Bin ja gespannt, wie diese funktioniert. Strike One, bereit machen zur Landung. Beginnen den Angriff. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Ja, hoffe ich auch mal. So, wir greifen dann einfach alles an, was uns über den Weg läuft. Außer natürlich Zivilisten. Und ja, das sollte dann ja klappen. Central, hier spricht Big Sky. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Stürmen. Wir stehen ja auch gleich hier am Eingang. Das ist ja toll. Dann gehen wir da auch gleich durch. Es geht los. Haben wir schon die ersten gefunden. Traut euch runter. Trauen sie sich nicht. Auf jeden Fall 50% und 50%. Klatscht weg. Danke. Das ist zumindest schon mal ein Anfang. White. Flug umschalten. Flugmodus aktivieren. Wie weit kommt denn die jetzt? So weit wie ich oft hatte. Hey, was soll das? In der Luft fliegende Einheiten können Bodenhindernisse überwinden. Sie können weiter fliegen, solange sie Treibstoff haben. Das heißt ja dann eigentlich, ich kann ja noch weiter fliegen. Das ist ja cool. Ich kann jetzt dann zum Beispiel da hoch. Dürfte ich jetzt bitte wieder an den Boden, auf dem Boden. Hallo. Die lässt mich nicht auf dem Boden zurück. Ja, ich will da mal dahin. Toll, ich will... Ey, die wollen mich verarschen, oder? Ich komme da einfach nicht runter. Naja. So, dann gehen wir mal hier in Deckung. Da sehen wir leider nichts. Medina geht auch hin. Und, ja, Weiß bleibt eigentlich auch nichts anderes übrig. So, dann war's. Ja, ist kein Wunder, dass die jetzt anbrechen. Ich komme auch irgendwie mit ihr nicht mehr auf den Boden. Frag mich nicht warum, aber es geht nicht. Die trifft ja noch weniger. Wieso komme ich nicht runter? Du sollst auf den Boden. Ich frage mich, warum ich nicht runterkomme. Steht jetzt auch nichts da. So ein Scheiß. Ich habe mir das irgendwie besser vorgestellt. So, Quan geht hier runter, dann sieht er was. Und Feuer! Ach, Ziel verfehlt! Medina jump mal vor.
Der Weiß geht auch mal mit. Und greift mal mit seiner Plasmapistole an. Ja, mit 65% könnte es klappen. Ja, gut. Gut, gut. Und Mubu rennt mal hinterher. Sie treten den Rückzug an! Das ist abgehaut. Abgehaut. Dürfte ich bitte die da nehmen? Könnte ja jetzt eigentlich hier Rinder fliegen. Oder ich gehe wieder zurück. Ich gehe wieder zurück. Tja, das hast du jetzt davon. Gekühlt. Leute, jetzt habe ich ein Problem. Was macht er denn jetzt? Aha. Die Kamera backt gerade rum. So, die wird jetzt sterben. Da kann ich leider nicht mehr viel dran ändern. Also ich gehe wieder raus und versuche noch ein paar Leute umzulegen. 80 und 80, ja gut, das könnte klappen. Nein. So, dann eben mit Quan. Drehen wir mal die Kamera ein bisschen. Geh mal dahin. Ja, das sieht ja eh nur den, also probier's mal. X-Ray ausgeschaltet. So, dann brauche ich Mubu. Geh mal da bitte hin. Okay, du siehst was, das ist schön. Dann brauche ich jetzt meinen Weiß, der mit der Plasmapistole schießen muss. Na komm, nein, lauf da einfach hin, das Vieh muss weg, das hat keinen... Kampfangriff. Das gleiche macht jetzt bitte auch Medina. Na komm. Und Feuer. Wir sehen uns in der Hölle. Dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn sie jetzt stirbt. So. Jetzt bewegt dein Arsch wieder hier rüber. Die Rüstung ist ja scheiße. Ich habe gedacht, die ist viel cooler, dass man da besser rumfliegen kann. Aber ja, ich bin ja nicht mal auf den Boden zurückgekommen. Naja. So viel zur neuen Rüstung. So, Quan geht mal in die Mitte. Masuta, ja, muss dir teilen. Sonst geht sie mir drauf. Ja, 10 TP. Ganz ruhig, Soldat. Passt. So, wieder ein Schritt nach vorne. Geht mal hoch. Man kann ja Quan eigentlich auch da an die Ecke. Masuta kommt hinterher.
Und die anderen rücken auch einfach nach. So, komm weit. Na komm. Medina. Ja. Ja, ja. Der bleibt da mal stehen. Genauso wie Weiß. Na komm, geh davor. Was soll das denn? Also langsam nervt das Spiel. Jedes Mal macht es das, was es nicht soll. So, dann geh da hoch. Wir sammeln uns jetzt alle vor der Tür. Irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Nur mal so als, ja, kurzer Ausflug. Ich habe auch noch das der ist doch eigentlich auch noch da draußen, glaube ich, der Gegner. Ja, unser Cyclops, der macht schon wieder Blödsinn. Mubu, schaut mal schnell da raus. Da ist er nämlich noch, die Sau. Justiere Zielvorrichtung. Verzieh dich. So, ich positioniere jetzt erstmal meine Leute, bevor ich da aufmache. Ja, Deckung. Medina kommt hier rüber. Ja, während der läuft. Ach, ich kann ja auch während der läuft schon meine anderen Leute positionieren. Das ist ja schön, das habe ich nicht gewusst. Und Quan macht man Feldpost. So, das war's für diese Runde. Jetzt sind erstmal die Gegner dran. Gut. Mach mal die Tür. So, die stehen weg nahe. Waffe ist entsichert. Also ein bisschen nahe. Das ist nicht schön. Gar nicht schön. Das ist nahe. Sehr, sehr nahe. Jetzt brauche ich erstmal mal einen Weiß. Der nicht mit der Pistole schießt. Boah. Komm schon. Okay. Fehlt noch ein bisschen. Fehlt noch 9. Ja, mit 72% könnte er eigentlich auch treffen. Quan schnappt sich das große Vieh. Boah, 20. Eieieiei. Das tat weh. Ich bin stolz auf ihn. Ziel verfehlt. So, Masuta, geh mal da rein. Und knall das Vieh ab. Sterb. Ganz aber fast. So, jetzt ist noch weit dran und dann ist er weg. Feuer. Mubu haben wir noch. Meinst du, die sieht da noch was? Nö. Egal. Versuch was wert. Gehst noch dahin. Und das war's. Ist jetzt noch unbewegend, kriegst du nämlich einen auf den Deckel. Der sagt schon wieder.
nein, das ist nichts. Oh, er hat doch gelohnt. Sie wollen sich zurückziehen. So, jetzt ist Quan dran. Gib mir mal erstmal White. White soll den mal anknabbern hier. Zack und weg. So, und Masuda knallt den jetzt weg. Kill bestätigt. Ja, und dann fehlen ja eigentlich nur noch der Ätherer. Dann haben wir ja alles schon mal erschossen. Und der wird relativ sicher da hinten kommen. Aber dafür rücken wir jetzt erstmal an. So, geh erstmal da hoch. Na, und dann gehst du da hin. Quan geht auf der anderen Seite hoch. Nee, schafft er nicht. Dann komm mit hin. Was war das? Der hat ja jetzt da unten das Geräusch gehört. Die werden wahrscheinlich draußen rumrennen. Aber der Ätherer ist dahin. Vermute ich mal. Okay. Aber dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Tschüss.